Hallihallo miteinander und herzlich willkommen zu meinem 169. Kreativtipp. Hier wieder live aus meinem Postelatelier Sabrinas Kreativecke in Würlingen. Ja, der Sommer, der ist definitiv da und heute zeige ich euch, wie ihr ganz toll könnt einen Mini-Wegweiser für euren Garten oder Balkon basteln, wo dann euch eine Gäste zeigt, was sich wo befindet, beziehungsweise mehr ein Spass, einfach auch eine kleine Dekoration ist, die gut in den Sommer passt. Meine Sammelbestellung habe ich um eine Woche verschoben, das aus dem Grund, dass noch bis morgen wir täglich in unserem WhatsApp-Status Ideen zu unserer aktuellen Outdoor-Dekoration posten. Und zwar das ganze Swiss Panther Team. Das sind ganz viele Beraterinnen aus der Schweiz. Also es lohnt sich auch, momentan meinen WhatsApp-Status immer wieder anzuschauen und dann im Anschluss unbedingt von dieser tollen Outdoor-Dekoration zu profitieren. Aber jetzt zum heutigen Kreativtipp. Du brauchst dazu verschiedenste Outdoor-Dekor-Farben nach Wahl, den Möbelwachs, Schleifpapier, selbstverständlich Pinsel, Reliefpaste oder irgendeine andere Paste und Schablonen mit Wörter nach Wahl. Ich habe hier vor allem jetzt auch aus dem aktuellen Grill & Chill Set, die kann man übrigens auch einzeln haben, Grill & Chill Schablonen und aus dem Sommerflyer Sommerschablonen, die es auch einzeln gibt. Und dann die MDF-Schildchen, die wir momentan haben, nur noch bis Ende Juli als Kundengeschenk, die habe ich bereits mit Autodekor in Schwarz grundiert und dann noch ein Stecken auch bereits grundiert. Als allererstes tue ich Möbelwachs und hier am Rand einfach Möbelwachs aufstreichen. Das geht tipptopp auch mit dem Finger. Möbelwachs ist übrigens eigentlich dazu da, zum Sachen, die man mit Outdoor-Dekor-Farben gestaltet hat oder auch sonst den Möbelwachs einzuarbeiten, einzumassieren. Und nachher kann es eben auch Wasser drauf gehen und es perlt ab. Aber ich brauche es jetzt für einen tollen Schabby-Effekt. Da ist dann der Möbelwachs bereits trocken. Und jetzt tue ich mit der Outdoor-Dekor-Farbe nach Wahl über das Ganze nochmal drüber streichen mit dem Pinsel. Ich habe jetzt hier die Farbe Taupe verwendet. Ich finde, die geht sowieso immer. Eine der meistgebrauchten Outdoor-Dekor-Farben bei mir. Und was ich euch ja, glaube ich, schon verraten habe, ist, dass die Outdoor-Dekor-Farben meine absoluten Lieblingsfarben sind, weil gerade auch zum Schilder gestalten oder eben schnell mal ein Geschenk bereit machen, sind einfach wirklich super, weil sie auch ganz, ganz schön deckend sind. Ihr seht jetzt hier auch, wenn ich das anmale, das Anthrazit, das darunter ist, verschwindet auch schnell. So. Und weil ich jetzt nicht nur so alles in einer Farbe von diesen Schildchen, habe ich mir vorgängig bereits eins auch noch im Blau angemalt. Und jetzt kann ich ein Schleifpapier nehmen, wenn das trocken ist, und einfach an den Stellen, wo der Möbelwachs trocken ist, drüber schleifen. Also ihr könnt auch gut über das ganze Schildchen einschleifen, aber dort, wo es den Möbelwachs getroffen hat, dort kommt es eben besonders gut weg. So schnell und einfach geht das. Und es gibt dann so einen tollen Randeffekt. Dann nehme ich mir noch die Schablone. Zum einen ist es ganz wichtig, natürlich, vor allem für die Männer, dass man den Grill findet. Darum ist das eine Wort, wenn ich schabloniere, definitiv Grill. Dann werde ich aber noch Chill reinnehmen und Garten. Dann haben wir so alle Orte, die man bei uns auch findet, einen Grill, einen Lounge und dann auch den Garten schön aufzeigt. So, das Ganze einreiben und jetzt bin ich aber ein bisschen verrutscht. Ja, es ist jetzt nicht ganz so schön rausgekommen, ich bin ein bisschen verrutscht mit der Schablone. Am besten auch sowieso ein Spachtel und nicht den Finger. Ich kann es aber noch abwaschen und gerade noch mal neu machen. Im nassen Zustand geht das bestens. Dann gilt das Ganze noch mit Rubelgold auf das Holz zuzuleimen und fertig ist ein Wegweiser für euren Garten.
solche Lieferantenprodukte poste ich dann selbstverständlich noch. Posten. Ich hoffe, trotz meiner kleinen Fail, da sieht man auch, dass es live ist, was ich hier immer produziere. Habt ihr Spass an dieser Idee und freut euch schon darauf, sie noch zu basteln. Wenn ihr noch Materialien braucht, meldet ihr euch unbedingt bei mir. Und auch, wenn ihr Interesse habt, Gunis Luft zu schnuppern. Weil nur noch jetzt im Juli bis Ende August könnt ihr für 99 Franken bei uns einsteigen und bekommt dann noch ein Hammer-Herzi-Line-Set über mit Easy Stamps in so Alpenmotiv oder Herbstmotiv und Hirsch- und Blätterschablonen. Also ganz eine tolle Geschichte für 99 Franken. Und ihr seid am Puls der Ideen. Jetzt wünsche ich euch ein traumhaftes Wochenende. Geniessen die Sonne, die warme Luft und bis gleich. Tschüss miteinander.